Ja, sicherlich sind wir überglücklich. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und wie die Art und Weise, wie sie kämpferisch überzeugt haben. Dass fußballerisch auf dem Platz nicht viel möglich war, das war uns von vornherein klar. Wir sind auf eine sehr, sehr starke Felberter Truppe getroffen, die natürlich ein enormes Potenzial haben. Wir konnten halt nur über den Teamspirit, über das Kämpferische kommen, das haben wir gemacht. Haben diese eine Chance, die wir ganz einfach im Spiel gehabt haben, genutzt und deswegen stehen wir hier als Sieger. Ja, richtig. Deswegen sage ich ja, Ergebnissport, bei uns steht die 0 und bei Schonnebeck die 1. Also unterm Strich haben sie alles richtig gemacht. Ob es verdient ist oder nicht, weiß jeder, spielt danach keine Rolle. Aber ich kann meinen Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das waren bärenstarke 90 Minuten von allem, vom Einsatz her, von Leidenschaft, vom Siegeswillen auch her. Wir haben alles reingeworfen, aber haben uns heute leider nicht belohnt. Wir haben uns das hart erkämpft, hart erarbeitet und deswegen, jetzt haben wir 0-1 mitgenommen. Mittwoch kommt das Spiel und dann kommt das nächste Ligaspiel, aber jetzt wünschen wir uns erstmal Regeneration für das Highlight.